Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr zu einem neuen Video von mir eingeschaltet habt. Heute habe ich mal gespielt mit dem Stempelset aus den Online-Exklusiven mit dem tropischen Blatt. Ich habe erst gedacht, brauche ich es nicht. Aber ich finde es so schön und deswegen ist es dann doch in meinen Bastelschrank, in mein Bastelzimmer, in mein kleines Bastelreich eingezogen. Und entstanden sind diese beiden Grußkarten und mir gefällt die Idee, dass ich euch immer mal ein bisschen was zeige von Produkten, die ich, also verschiedene Kartenvarianten, also bei Verpackung ist das natürlich schwieriger, da zeige ich euch immer nur eine Verpackung, aber so wie heute würde ich euch nochmal zwei Ideen mit diesem tropischen Blatt zeigen und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und damit das Video nicht so lange wird, fange ich jetzt einfach mal an. Ich fange mit dieser Karte an. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, aber das hält sich alles noch im Rahmen. Diese Karte fangen wir als erstes an mit unserem Stück Farbkarton in Grundweiß. Das hat die Maße von 9,5 x 13,5 cm. Und als erstes werden wir das etwas bestempeln. Dazu nehme ich hier diesen Fluffy Buffy. Nee, Fluffy Buffy ist es nicht. Das sollen die Stiele für diese Monsterras sein. Und ich habe die einfach hier als Hintergrund verwendet und habe die hier so einfach ein bisschen aufgestempelt. Das sieht man dann am Ende fast gar nicht. Also ihr seht es ja, ihr seht es kaum, aber ich finde es total schön, diese im Hintergrund zu verwenden. Alle Maße, alle verwendeten Produkte findet ihr auch wie immer auf meinem Beitrag und der Link zu meinem Beitrag auf meiner Seite, der ist unten in der Infobox für euch verlinkt. Dafür habe ich übrigens Olivgrün genommen, das bleibt ja noch im Sortiment. Dann nehmen wir mal Lindgrün, auch Lindgrün wird uns nicht verlassen, was ich sehr schön finde. Und dann habe ich tatsächlich mich hier ein bisschen an diesen Stielen orientiert und hier ein bisschen gestempelt. Ich sehe schon, mein Lindgrün ist ein bisschen, muss ich mal wieder hier die Tinte nachfüllen. Aber das geht schon. So, und für die also für die Füllung quasi, dass die hier noch ein bisschen Effekt bekommen, habe ich Farngrün genommen. Farngrün wird das Sortiment verlassen und ich weiß definitiv, dass die Nachfüller schon weg sind. Und wenn dieses Video online kommt, ist es der 14. April. Davon gehe ich aus, dass die scheidenden Farben dann quasi alle schon weg sind. Ich denke, das ist das Erste, was komplett weg sein wird. Alles von den ausscheidenden Farben. Ich muss euch sagen, ich habe mich an diesem Hype, beteilige ich mich nicht. Was geht, geht. Und das ist dann halt auch so. Und es kommen neue tolle Farben. Ich werde Farben vermissen, definitiv. Also wir verlieren ja auch Bermuda-Blau. Das macht mich schon traurig. Savanne macht mich sehr traurig. Sahara-Sand. Savanne bleibt ja Gott sei Dank. Aber es kommen neue Farben. Wir kriegen ja Azurblau, wir kriegen Pfauengrün und Lagunenblau wieder. Also von daher, ich nehme nochmal den Spritzer. Ich bin auf die In-Color-Farben unglaublich gespannt. Wenn das Video heute online kommt, habe ich ja vielleicht schon Glück, dass ich sogar schon meine
ersten Sneak Peek-Produkte aus dem neuen Katalog in der Hand halte und würde euch die dann gerne auch zeigen. Das mache ich dann als Sonntagsvideo. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das alles so entwickelt. Ich bin da positiv gespannt. Das würde ich jetzt gerne prägen. Ihr wisst ja, dass ich solche Hintergründe auch gerne präge. Ich habe dafür verwendet die Stanzform, die gab es mal in der Celebration. Die gibt es aber nicht mehr. Und dann haben wir auch hier so ein Strukturputz, so ein Mauerwerk. Auch dies gibt's nicht mehr. Ihr nehmt einfach die Prägeform, die euch am besten gefällt. Ich würde jetzt mal die nehmen. Aber also die hier, die fand ich auch echt toll. Die hat mir super gefallen. Und also Prägefolder. Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals in meinem Leben einen Prägefolder aussortiert habe, weil mir die alle immer so gut gefallen. Ah. Da bin ich dann immer so, nö, behalte ich meine. So, und dann legt man das jetzt einfach hier rein. Und ich mag diesen... Effekt von, wenn das Papier bestempelt ist und dann geprägt ist, finde ich total schön. So, ich stelle das mal schnell runter. Und ihr seht, dass dadurch verbindet sich das alles irgendwie miteinander. Gefällt mir total gut, stehe ich absolut drauf. Jetzt wollte ich eigentlich dann im Anschluss an dieses Video noch gleich ein zweites Video für euch drehen für Sonntag. Aber, und zwar wäre das ein Stempelschätzchen gewesen. Also alte Schätze wiederverwendet. Aber ich habe das Stempelset vor, was ich bräuchte. Also fangen wir mal an. Ich nehme jetzt hier erstmal ein Cuttermesser und raue die Seiten auf. Ich habe euch heute so viel zu erzählen, deswegen bastel ich hier quasi nebenbei. Aber eigentlich soll ja das Hauptmerkmal das Basteln sein. Wenn ihr das nicht mögt mit dem aufgerauten Papier, dann lasst ihr das. Aber ich mag den Effekt immer sehr. Und ich finde, mit dem Cuttermesser geht das immer ziemlich cool. So, jedenfalls Stempelschätzereihe. Es gibt ja bei mir grundsätzlich, gab es die jetzt jedes Jahr, die Reihe alte Schätzchen mit aktuell mit einem, also ein altes Stempelschätzchen, was so nicht mehr im Sortiment ist, mit einem aktuellen Stempelset zu kombinieren. Wartet. Dann habe ich hier ein Stück Farbkarton in Savanne in den Maßen von 10x14. Das wird unsere Mattung und das mache ich jetzt und das cutte ich aber auch ein, die Ränder. So, zurück zu der Videoreihe. Ich werde das dieses Jahr nicht komplett als Videoreihe regelmäßig schaffen. Aber ich habe einige Ideen und die würde ich euch gerne zeigen. Das heißt, es wird immer mal extra ein Sonntagsvideo kommen, wo ich euch ein Stempelschätzchen präsentiere, zusammen mit einem aktuellen Stempelset. So. Und die Idee, die ich jetzt hatte, ist, wir hatten ja schon mal so ein schönes Monstera-Blatt. Und da habe ich eh schon eine Karte gewerkelt gehabt, die ich euch zeigen wollte. Und das würde sich ja jetzt super anbieten, jetzt am Sonntag, euch dieses Video passend dazu zu präsentieren. Aber ich habe das aktuelle Stempelset, was ich dazu kombiniert habe, gerade verborgt. Das kriege ich erst am Dienstag wieder. Deswegen, das Video für euch wird kommen. Aber ich kann es jetzt noch nicht drehen, weil das nicht da ist. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Und eigentlich auch für euch völlig uninteressant, weil im Resultat bleibt hängen, hey, ich kriege am Sonntag ein Stempelschätze-Video. Aber Mandy kann das Video jetzt noch nicht drehen. Ich bringe jetzt die Mattung auf die Grundkarte einfach auf. Also die, nein, unser Deckblatt auf die Mattung. Und das bringe ich jetzt auch schon auf die Grundkarte. Die Grundkarte ist in Grundweiß in den Maßen von 21 x 14,5. Gefalzt an der langen Seite bei 10,5 cm. Mensch, Kinders nochmal. Ja, es ist natürlich Freitag, wenn ich das Video drehe. Und ich habe nicht ganz so viel Zeit, weil gleich noch eine Freundin von mir vorbeikommt.
Aber ich musste diese Zeitlücke jetzt einfach nutzen. Und ich mag das so sehr, wenn diese Ränder aufgeraut sind. Mir gefällt das total gut. Also mein Mann ist da auch kein Fan davon. Aber ich stehe da drauf. So, jetzt muss ich mir mal die passenden holen. Ich habe schon vorbereitet, dass ich habe aus dem Stempelset den Spruch Hallo genommen. Den habe ich gestempelt in Lodengrün. Und hierfür habe ich die Stanzformen Basic mit Pep genommen, und zwar hier dieses größere. Die bleiben ja auch Gott sei Dank im Sortiment. Und hier habe ich gestempelt mit Minzmakrone und Seladon. Und das ist Farngrün und Olivgrün. Genau. Farngrün und Olivgrün. Genau. So. Und um das noch ein bisschen aufzupeppen, habe ich diese einfach über das Falzbein ein bisschen gezogen. Damit die halt noch ein bisschen mehr Form bekommen. Und habe die dann mit der Hand natürlich ausgeschnitten. Dafür gibt es, ich glaube, für das Große gibt es eine Handstanze. Habe ich mir jetzt nicht geholt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dafür eine Handstanze gab. Und dann bringe ich jetzt erstmal die großen Blätter auf. Und ja, ich, also auch an meine Kunden, sobald ich den Katalog habe, mache ich den Versand fertig für euch, ne? Ihr bekommt die dann. Wenn du noch keinen Katalog hast dann und gerne einen hättest, dann schreib mir gerne eine Mail an stempeltierchenleipzig@gmail.com und ich schicke dir dein Exemplar zu. Und auch das Hallo setze ich mit einem Dimensional auf und setze das hier so rein. Und diese jetzt, die setze ich jetzt hier so dran. Aber versuche auch da diese Wölbung zu erhalten. Und ich finde es halt einfach nur schön. Also ich finde es einfach nur schön, dieses Stempelset. Also. Und ja, Grünpflanzen finde ich gehen immer. Ihr könnt jetzt natürlich auch statt Hallo Geburtstagswünsche machen. In dem Stempelset sind ja noch Sprüche. Ich danke dir für dich und ich drück dich. Aber ich habe mich jetzt für das Hallo entschieden. Das ist einfach auch am neutralsten. Und schwupps ist die erste Karte fertig. Auch wenn ich viel nebenbei geredet habe. So. Nummer 2. Fangen wir auch an mit einem Stück in Saharasand. Savanne. Ich muss es ja nicht mehr lernen, weil Saharasand geht ja raus und Savanne bleibt. Auch in den Maßen von 9,5 mal 13,5 cm. Dafür nehme ich mir jetzt hier nochmal das, was quasi als Stiele für die Monstera gedacht sind. Und setze die aber nicht als Stiele ein, sondern wie so eine Hintergrundgestaltung. Also bei mir geht nichts ohne Hintergrundgestaltung. Und ihr könnt das auch umdrehen, dass ihr es dann mal so rum habt. Und dann wieder so rum. Und nochmal so rum. Und dann habt ihr hier so schön. Also ich finde, das ist echt cool. Und man muss ja die Produkte oder die Stempel ja nicht unbedingt so verwenden, wie sie ursprünglich geplant sind. Übrigens habe ich hier als Stempelfarbe auch Savanne genommen, damit das einheitlich ist. Das sieht jetzt immer noch dunkler aus, aber das trocknet natürlich auch dann noch ein bisschen heller durch, wenn es richtig durchgetrocknet ist.
Und es ist dunkler als der Farbkarton. Also das ist schon so. So, und dann habe ich mit den Stanzformen, suche ich die Stanzformen. Und zwar die bestickten Rechtecke, nee, die Rechtecke mit Büttenrand, die bleiben ja. Die bestickten Rechtecke sind aus dem Sortiment gegangen und ich gehe davon aus, dass die auch schon längst weg sind. Habe ich einmal hier so ein durchsichtiges Pergament gestanzt und dann hier noch mit Designerpapier, das gab es mal in der Celebration so mit Gold, auch noch so ein bisschen. Und auch das Papier werde ich jetzt ein bisschen heben und in der Mitte einfach auf der Karte fixieren. Bevor ich weitermache, bringe ich unser Deckblatt erstmal auf die Grundkarte auf. Die ist diesmal in Grundweiß und hat ebenfalls die Maße von 10 mal 14 cm. Und die Grundkarte ist hier ebenfalls in Savanne in den Maßen von 21 mal 14,5, gefalzt an der langen Seite bei 10,5 cm. Yes. Also das Schönste, was, oder für mich fast das Schönste, was ich entdeckt habe, als ich den Katalog durchgeblättert habe, war, dass die Taco Fiesta tatsächlich übernommen wird. Ich habe niemals, niemals, never ever damit gerechnet, dass die übernommen wird, aber ich finde es mega cool. Ich finde die so witzig und die macht so viel Spaß. Und auch das habe ich ein bisschen nach oben gewölbt. Das hat dann immer alles noch mal so ein bisschen mehr Schaum. So, hierfür habe ich vorbereitet in den mit Aquamarin und Lotengrün und die großen Blätter mit Seladon und Lotengrün und noch mal das gleiche Hallo wie vorher, einfach weil mir das gefallen hat. Und auch hier stecke ich das wieder so für mich passend zusammen. So wie ich denke, dass es optisch ein schönes Bild ergibt. Das lassen wir auch ein bisschen hier drunter verschwinden und das setze ich jetzt erstmal noch das Hallo auf. Ich mag das Hallo einfach sehr. Bei der anderen Karte habe ich mit den Stanzformen Sportevent gearbeitet, aber die sind ja nicht mehr im Sortiment und ich würde euch natürlich gerne bei diesem normalen Freitagsvideo schon Produkte zeigen, die noch im Sortiment sind. So. Und damit müsste ich noch bisschen fixieren hier. Soll es nicht ganz so hoch abstehen. Soll es zwar abstehen, aber auch nicht ganz so hoch. Und damit ist auch die zweite Karte fertig. Also wie gesagt, hier habe ich noch mit den Stanzformen Sportevent gearbeitet. Das habe ich jetzt hier einmal ausgetauscht und deswegen sind das die zwei Karten, die heute im Video entstanden sind. Es sind zwei verschiedene Karten. Ihr wisst genau, was ich von euch wissen möchte. Deswegen sagt mir sehr, sehr gerne, welche euch besser gefällt, welche Variante euch besser gefällt und wie ihr das Stempelset überhaupt findet, ob es bei euch einzieht, ob es schon eingezogen wird. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder begeistern heute. Danke euch sehr fürs Zuschauen und freue mich einfach tierisch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.